Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom kleinen Drechsler. Ja, heute geht's einmal an der Segmentschüssel weiter. Im letzten Video haben wir da ja uns die Segmenteinsätze für die Schüssel gesägt, die Schüssel zerlegt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt's euch unbedingt vorher an. Ich verlinke es euch mal hier oben. Naja, aber heute wird dann auf jeden Fall das ganze Ding verleimt. Und dann auch gedrechselt. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel mehr sagen. Jetzt geht's erstmal rüber in die andere Werkstatt. Und dann wird erstmal ein bisschen geleimt. Also, los geht's. So, jetzt ist hier eigentlich alles fertig und bereit zum Verleimen. Aber so kann man da schlecht eine Schraubzwinge hinmachen. Unten, da geht's, aber so in der Mitte, da wird es nicht wirklich gut halten. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal hier so kleine Stückchen Fichte einfach mit Heißkleber dahin zu kleben, sodass er da eine Schraubzwinge ansetzen kann. So habe ich mir das mal überlegt. Probieren wir einfach mal, ob das da auch so klappt. Ja. Ich muss nachher wieder weg. Ja, und jetzt kommt auf die ganzen Teile Leim und dann können wir es auch schon zusammen zwingen. Jetzt kommt hier zuerst mal eine Lage Zwetschge. Dann kommt hier unsere schöne Segmentlage und dann kommt hier nochmal eine letzte Lage Zwetschge. So, jetzt lassen wir den Leim einfach noch trocknen und dann können wir sie auch schon auf Drechselband aufspannen und dann drechseln die schönen Segmentschüssel. Der Leim konnte jetzt mal den ganzen Tag lang trocknen, insofern ist er jetzt wunderbar trocken und jetzt geht es dann endlich daran, die Schüssel zu drechseln. Ja, da dass das ein Nassholzrohling war, ändert sich jetzt auch, dass der segmentiert wurde, eigentlich gar nicht so arg viel. Jetzt spannen wir ihn zuerst mal auf und dann legen wir einfach los. Ich mache ja an meine nass gedrechselten Rolling immer hier so innen auch ein Füßchen hin, da ich sie innen dann aufspannen kann, zum einfach schöner die Außenseite überdrechseln. Ja, ihr seht, das ist doch eigentlich ganz gut geworden. Also die Leimfugen sind doch nicht so groß, wie ich es befürchtet habe. Naja, mir gefällt das eigentlich echt gut. Jetzt müssen wir es bloß noch vor uns fertig drechseln, dann schleifen und dann kommt eine schöne Oberfläche drauf. Ja, das sind jetzt wieder die ersten richtigen Späne nach meiner Verletzungspause. Aber, also, dafür, dass ich so lange nicht mehr gedrechselt habe, finde ich, sind die Späne doch echt gut. Und auch hier hat es keine Hubbel drin und die Oberfläche ist auch, ich würde fast sagen, perfekt. Thank you.
Ja, also ihr seht, Mehlbeerholz ist ein super Drechselholz. Also wenn man sich hier mal so die Späne anguckt, wunderbar. Ging auch echt gut zum Drechseln, hat keinerlei Ausrisse. Auch hier im Stirnholz bei den Übergängen. Alles tipptopp. Ja, die Schüssel ist zwar schon echt glatt, aber die müsste man eigentlich, oder die will man eigentlich gar nicht so gerne schleifen, aber trotzdem tun wir sie jetzt noch schleifen, damit sie halt auch wirklich ganz perfekt ist. Auf unsere Schüssel muss hier jetzt außen auch eine Oberflächenbehandlung drauf. Und da nehme ich hier Shellac Schleifgrund. Der ist eigentlich für sowas ganz gut, gibt eine schöne glänzende Oberfläche, feuert auch nicht allzu arg an, weil gerade bei dem hellen Holz, da ist bei Ölen manchmal so, dass es so ein wenig dunkel wird, und bei Shellac ist das nicht so. Normalerweise bringe ich den immer mit Klopapier auf, aber das Problem ist, Klopapier wird ja gerade ungefähr mit Gold abgewogen, weil es genauso selten ist, deswegen nehmen wir heute mal einen Lappen, der ist billiger. Von der Schüssel ist jetzt mal fertig. Deswegen haben wir sie jetzt umgedreht und jetzt kümmern wir uns um die Innenseite. Weil, wenn ihr euch die Innenseite anguckt und die Außenseite, dann seht ihr, an der Innenseite muss noch was gemacht werden, das ist so schön wie die Außen. Deswegen tun wir jetzt wieder drechseln, schleifen und dann wieder das Schalackschleifen kommt drauf. So, fertig ist's. Ah, und das ist doch mal richtig geil geworden, die Oberfläche. So, jetzt ist auch schon der Moment gekommen, wo wir sie endlich abnehmen. Ah, aber die Schüssel, die gefällt mir echt gut, also... Ist mal was anderes. Massivholzschüsseln haben wir ja schon viele gemacht. Also werden schon über 100 sein, wo da sich schon bei uns stapeln und natürlich manche haben wir auch verkauft. Aber so eine haben wir noch nicht. Und also mir gefällt es mal richtig gut. So,
Das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Die Schüssel hier war aber eigentlich bloß ein Test. Und zwar, solche Rohlinge habe ich ja ein paar, aber ich habe auch noch größere Rohlinge. Naja, und wie ihr seht, da hat es eben auch einen Riss reingegeben. Und deswegen wollen wir es da eben auch mit so einem Segmenteinsatz ersetzen. Über die Schüssel bzw. über den Rohling gibt es aber auch ein Video. Das unbedingt mal angucken. Das haben nicht erstaunlich wenig Leute angeguckt. Das hat bloß 10.000 oder so. Also, wenn du es noch nicht gesehen hast, guck mal da oben. Da ist es verlinkt und schau dir es unbedingt an. Weil das ist ein wirklich interessantes Video über die große Schüssel mit noch ein paar Tricks für den perfekten Nassholzrohling. Naja, also dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Achso, und das nächste Video wieder Dienstag oder Mittwoch. Man hat mal so überlegt, ob Dienstag jetzt schier geschickter wäre wie Mittwoch. Sollen wir mal Dienstag sagen? Diese Woche war es ja Mittwoch, also machen wir nächste Woche Dienstag. Also, dann bis Dienstag. Tschüss.